Hallo, hier ist der Maximilian Paschal von Pole Immobilien und in dem Video geht es darum, ja, welche Webseite du als Immobilienmakler brauchst, damit die wirklich effektiv ist. Weil viele Makler haben zwar eine Seite, aber haben irgendwie das Problem, dass sie keine Menschen bekommen, mit denen sie sprechen können, also keine Kontakte über diese Seite generieren, obwohl das ja eigentlich der Sinn und Zweck der Webseite sein sollte. Weil die meisten Makler haben eben Seiten, wo Informationen drauf sind, die nicht notwendig sind, also die gar nicht dazu führen können, dass jemand ein Kontakt bei dir werden kann oder eben mit dir in Kontakt treten kann. Also da dient die Webseite mehr als eine moderne Visitenkarte, aber sie führt nicht zu Anfragen, sie führt nicht zu Kontakten, sie führt nicht zu Terminen vor Ort, ja, zu Telefongesprächen, einfach zu nichts. Und das liegt einfach daran, dass die Seiten falsch aufgebaut sind. Und darum geht es in dem Video darum, was muss deine Webseite beinhalten, also welche Punkte müssen wirklich aktiv angesprochen werden auf der Seite, dass sich jemand einträgt und vor allem, welche Fehler solltest du vermeiden auf deiner Seite, die viele Makler wirklich machen. Also welche Fehler solltest du vermeiden, was solltest du auf deiner Webseite eben nicht machen? Ja, darum geht es in dem Video. Jetzt lass erstmal über die Fehler sprechen, bevor wir darüber sprechen, was ihr machen solltet, um wirklich eine effektive Webseite zu machen oder zu haben. Und zwar die Fehler sind folgende. Der Makler spricht auf den Seiten, wenn ihr euch mal die Makler-Webseiten oder Immobilienmakler-Webseiten oder vielleicht eure eigene Webseite mal anschaut, oft über sich. Die sprechen darüber, wie lange es das Maklerbüro gibt, wie viele Mitarbeiter es gibt, wo ihr Standort ist, solche Sachen. Also alles Sachen, wo den Menschen, der ein konkretes Problem hat, nicht interessiert. Ja? Den interessiert nicht, wie lange es das Maklerbüro gibt und nicht, wie viele Leute da arbeiten. Sondern den interessiert, wobei du ihm helfen kannst. Also das ist ein großer Fehler, wo viele machen, dass sie gar nicht auf den, ja, auf die Person eingehen, die die Seite besucht, sondern immer nur aus dem Standpunkt des Maklers sprechen. Ja? Die haben auch irgendwelche Slogans auf der Seite, wie zum Beispiel Immobilien einfach gemacht. Für den Makler macht zwar Sinn, aber für die Person, die sich die Seite anschaut, einfach eine Privatperson, die Haus, Wohnung und Grundstück verkaufen möchte, macht das gar keinen Sinn. Also geh nicht davon aus, dass ein Slogan, das du verstehst, automatisch die Person versteht, die deine Seite ja, besucht. Und das muss für den wirklich einfach verständlich sein. Was kriegt er davon oder was hat er davon, mit dir in Kontakt zu treten? So muss deine Seite aufgebaut sein. Ja? Also erster Punkt ist, dass die Seite, wie gesagt, einfach nicht konkret die Menschen anspricht, die draufkommen. Der zweite Punkt ist, dass die meisten ja, die Seite gar nicht marketingoptimiert einrichten. Das heißt einfach, dass sie zwar eine Webseite haben mit 5 Menüreitern, ja, wo die Leute sich durchklicken können, aber die Menschen haben gar nicht die Möglichkeit herauszufinden, wie können sie mit dir in Kontakt treten. Da ist vielleicht oben eine Nummer eingeblendet, aber viele Seiten sind wirklich schlecht aufgebaut und die können dann überhaupt gar nicht zu einem Kontakt führen, weil die Seiten eben aufgebaut sind, einfach bloß um gute Informationen zu liefern, aber nicht um eine Handlung eben herbeizuführen. Ja, also das ist der nächste Punkt. Deswegen funktioniert eine Seite auch nicht. Und was ein ganz springender Punkt ist, was viele Makler noch nicht ganz verstanden haben, aber wo ich mir sicher bin, was jetzt mit der Zeit auch kommen wird, ist, dass eine Webseite ist schon mal gut. Ja, auch wenn eine Webseite die falschen Informationen beinhaltet, auch wenn die Webseite nicht marketingoptimiert ist, ist schon mal gut, wenn man die hat, aber das bringt alles nichts, wenn man gar keine Besucher auf der Seite hat. Deswegen wäre es sinnvoll, es bringt nichts, wenn man einfach eine Webseite hat, die man den Freunden schickt, um angeben zu können, wie gut das ausschaut, sondern wichtig ist, dass man eine Webseite hat, wo wirklich potenzielle Interessenten regelmäßig auf deine Seite kommen. Ja, das heißt, du brauchst Menschen, die Haus, Wohnung und Grundstück verkaufen möchten, die auf deine Seite kommen. Und ein normaler Makler mit einer Webseite, der hat das eben nicht, weil er gar nicht die Möglichkeit hat, Traffic zu generieren. Ja? Und das ist eben mein Punkt. Du brauchst nicht nur eine Webseite, du brauchst auch Traffic-Kanäle, also Kanäle, worüber du Besucher auf deine Seite kriegst und vor allem Besucher auf deine Seite kriegst, die wirklich relevant sind. Und deswegen musst du ihm klar machen, warum es sich für dich entscheiden soll als Makler oder nicht für einen der x-beliebigen anderen Immobilienmakler da draußen. Das heißt, du musst ihm klar machen auf deiner Seite, warum ist deine Leistung notwendig und was hat er vor allem davon, mit dir zusammenzuarbeiten? Also auch ein bisschen das negative Gedankengut, wo Menschen Maklern gegenüber haben, einfach aufzuräumen. Erklären, warum deine Leistung notwendig ist und erklären, wobei du ihm helfen kannst. Also das sind essentiell wichtige Punkte. Und wenn du das gemacht hast, dass du ein klares Nutzenversprechen lieferst und erklärst, warum deine Leistung notwendig ist, dann bist du schon mal ganz gut dabei. Dann ist der nächste Punkt, den du machen musst, damit deine Seite wirklich funktioniert, dass die, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, was ein Fehler eben ist, viele Seiten sind nicht marketingoptimiert. Deswegen musst du deine Seite marketingoptimiert gestalten, damit du auch wirklich für den besten Preis die günstigsten Kontakte generierst. Wie machst du das? Indem du eben nicht 10 verschiedene Menüpunkte hast, nicht 10 lange Texte, die man sich gar nicht durchlesen kann, sondern indem du wirklich eine Seite hast, die ein Ziel hat, und zwar dem Kunden erklären oder der Person erklären, was er von deiner Leistung hat, warum er sich für dich entscheiden sollte, und dann
wirklich nur eine Aufforderung, mit dir in Kontakt zu treten, weil das ist alles, was du brauchst. Wie baut man das auf? Beispielsweise eine kleine Headline, ein kleines Video, wo man drüber spricht und ganz unten eben ein Formular, wo sie sich eintragen können aus dem Gespräch mit dir, wo sie sich aktiv eben darauf eintragen können, mit dir gemeinsam ja, zusammenzuarbeiten oder von dir mehr Informationen zu bekommen. Weil viele Makler haben zwar Formulare, aber die sind sehr altmodisch, da trägt sich keiner ein, ja, oder haben irgendwie die Nummer auf der Webseite droben, aber da rufen dann auch nicht so viele an, dann wundern sie sich, warum das Ganze nicht funktioniert. Deswegen Formular aufbauen, wo wirklich gezielt auch darauf hingewiesen wird, trag dich ein, wenn du willst, dass wir dir dabei helfen. Ja? Und der letzte Punkt, damit das Ganze funktioniert, das heißt, wenn wir einmal dafür gesorgt haben, dass die Seite Marketing optimiert ist und vor allem, dass, wenn dafür gesorgt ist, dass die Seite ein Problem löst und nicht nur die Firma oder das Immobilienbüro gut dastehen lässt, dann müssen wir eben noch passende Besucher auf die Webseite holen, ja, weil sonst bringt das gar alles nichts. Wir können die beste Seite der Welt haben und die schlechteste, die werden beide die gleichen Ergebnisse liefern, wenn wir keine guten ja, Besucher auf die Seite bekommen. Deswegen, wenn du eine gute Seite hast, die diese Punkte erfüllt, müssen wir noch dafür sorgen, dass du passende Besucher bekommst. Und zwar Menschen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, Haus, Wohnung, Grundstück zu verkaufen. Das Spannende hier ist, wenn du eine Seite hast, die funktioniert, ja, kannst du über alle verschiedensten Möglichkeiten oder über verschiedenste Möglichkeiten wirklich Traffic generieren, Besucher generieren, die passend sind. Ja, du brauchst Menschen, die Haus, Wohnung und Grundstück verkaufen möchten, die kannst du über Facebook erreichen, die kannst du über Google erreichen, die kannst du auch über YouTube erreichen. Und da kannst du wirklich gezielte Anzeigen auf diesen Plattformen schalten, sie auf deine Webseite holen, ja, und dann weißt du ganz konkret, hey, ich hole 100 Leute auf meine Seite im Schnitt und von den 100 tragen sich 10 ein, weil sie mehr Informationen von mir haben möchten. Dann kannst du sie kontaktieren, mit ihnen einen Termin vor Ort ausmachen und kannst daraus eventuell einen neuen Auftrag machen, mehr Objekte gewinnen oder mehr Objekte in den Bestand bekommen. Also das sind die Punkte, worauf man achten muss, wenn man als Makler wirklich eine gute, effektive Webseite haben möchte. Und wenn dich das Ganze interessiert, wie man das konkret bei dir umsetzt, also wenn du jetzt halt weißt, wie es geht, aber dir nicht sicher bist, wie man das Ganze umsetzen kann oder sollte, dann kannst du unter diesem Video dich ja auf unsere Webseite mal gehen, kannst dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen, wo ich dir Schritt für Schritt genau erkläre, ja, in einem persönlichen Gespräch, wie man das Ganze konkret bei dir einsetzt und einrichten kann. Ja, also im Endeffekt wirst du dann den gleichen Prozess durchlaufen, den man auch bei dir einrichten müsste, damit das für dich funktioniert. Deswegen klick unter dem Video auf den Link, kommst auf eine Seite, da wird dir alles noch mal ein bisschen genauer erklärt. Dann kannst du dich eintragen auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann können wir beide mal persönlich sprechen und einfach gucken, wie kann man das bei dir in deiner Region wirklich schnellstmöglich einrichten, damit du wirklich konstant von jetzt an selbst bestimmen kannst, wie viele Kontakte du generierst und vor allem einen Prozess und eine Webseite stehen hast, die für dich auch funktioniert. Ich wünsche dir was, Maximilian von Pol Immobilien. Alles Gute, bis dann.